Heute zeige ich mit Komponentenfeldern eine weitere wichtige Eigenschaft der Sprache Modelica. Sie sehen hier symbolisch die Darstellung von zwei Güterzügen, die über eine Kupplung miteinander verbunden sind. Ich benutze Elemente aus der Bibliothek Rail und die baut wiederum auf der Bibliothek Systemphysik. Schauen wir kurz, was wir hier unter Text finden. Da werden mal Parameter definiert, nämlich die Anzahl Wagen. Ich habe jetzt 18 Wagen im einen Güterzug und 6 Wagen im anderen Güterzug. Die Massen der beiden Wagen sind alle 80 Tonnen und die Auflaufgeschwindigkeit des einen Güterzugs ist 1,5 Meter pro Sekunde. Ich musste diese Geschwindigkeit zurücknehmen, weil diese Kupplungen bei 80 Tonnen halt schon ziemlich schwach sind. Dann wird hier eben die Masse zugewiesen und die Anfangsgeschwindigkeit für Zug 1 und da für Zug 2 natürlich auch. Also durch die Anzahl der Wagen selbstverständlich, die oben das Parameter definiert ist. Und dann Massenanfangsgeschwindigkeit ist 0. Und hier habe ich noch Gleit- und Haftreibungskoeffizienten, die sind hier definiert, also nur der stehende Wagen ist gebremst. Und dann kommt ja hier noch die Elastomerkupplung dazu in der Mitte. Und hier sind die Verbindungsbefehle, aber das wird automatisch erstellt, wenn man da mit der Maus die Elemente verbindet, wie ich schon mehrmals gezeigt habe. Gehen wir runter. Ich habe schon simuliert. Das dauert vielleicht eine Minute, zwei, bis das dann übersetzt und simuliert ist. Gehen wir zuerst Plot 1, da sieht man die Geschwindigkeit und da ist also der anfänglich ruhende Wagen. Da habe ich den Wagen 1, Geschwindigkeit von Wagen 1 und dann Geschwindigkeit von Wagen 6, das ist blau. Der auflaufende Güterzug hat 10 Wagen und da nehme ich dann den ersten Wagen. Der 18. Der auflaufende hat sogar 18 Wagen. Man kann das hier auch sehen. Zum Beispiel hier hat man Kupplung, Kupplung, Kupplung und Wagen und so weiter. Und hier hat man die Kupplungen 17 bei 18 Wagen und 18 Wagen für den stehenden. Das sind sehr, sehr viele Elemente, aber die werden erzeugt beim Übersetzen, einfach aufgrund der Parametrisierung, wie viele Wagen sollen es denn sein. Ich habe noch eine zweite Grafik erstellt, das ist das Kraftverformungsdiagramm für die Kupplung zwischen den beiden Güterzügen. Ich habe eben nur 60 mm Hub, das ist wenig, deshalb ist die Energieaufnahme ein bisschen klein. Aber hier sieht man, wie diese Elastomerfeder arbeitet, also wenn sie reingeht, ist sie härter, wenn sie ausgeht, ist sie weicher. Hier geht die Kupplung auf Anschlag, deshalb explodiert quasi die Kraft. Ich habe ein genaueres Modell für Elastomerkupplungen, das dann nicht so eckig ist, sondern wirklich mehr die Feder nachbildet, aber dieses Modell ist doch bedeutend rechenaufwendiger. Und ich weiß nicht, ob das dann bei, was sind das, etwa 23 Kupplungen, die da simuliert werden müssen, ob das dann wirklich noch machbar ist mit Open Modelica. Ich gehe jetzt zurück auf die Modellierungsebene, nehme hier wieder diese Lego-Oberfläche und zeige mal, was hier drin steckt, also Open Class. Da hat man auch die beiden Flange.
des Güterzuges und dann habe ich hier einen Wagen reinkopiert und eine Kupplung, aber nicht verbunden. Die Verbindung passiert jetzt textmäßig, also ich habe hier wieder Anzahl, das wird ja dann nachher wieder beschrieben, wenn man den Güterzug dann in ein Modell einbaut. Dann die Masse habe ich hier 40, nachher habe ich überschrieben mit 80 Tonnen, Anfangsgeschwindigkeit 0, das ist je nach Wahl des Güterzuges, wird das dann eben 1,5 Meter pro Sekunde oder 0. Die Gleithaftreibungszahlen habe ich auf 0 gesetzt, also das wird man dann beim Initialisieren wieder neu überschreiben. Dann brauche ich eben noch zwei Konnektoren an den beiden Enden des Güterzuges. Und da wird eben die Masse, die man da oben, wo ist die Masse? Da, die man da oben parametrisiert, die wird dann übergeben. Und auch die Anfangsgeschwindigkeit, die Haftreibungszahlen werden übergeben an jeden Wagen. Und dann bei den Gleichungen, da wird eben mit einer Vorschleife wird dann jeder Wagen mit einer Kupplung verbunden und jede Kupplung dann wieder mit einem Wagen, wobei man am Ende dann je einen Wagen hat, der wird dann da mit den äußeren Flansch verbunden. Das muss man sich natürlich genau vorstellen oder zeichnen, wenn man dann so etwas programmiert. Ah, hier wird mit den äußeren Flansch verbunden. Gehen wir wieder auf diese Darstellung und schauen wir uns mal jetzt so einen Wagen an. Und da sieht man jetzt, wie der Wagen aufgebaut ist. Der hat eine Masse. Und dann habe ich hier zwei Federn und zwei Dämpfer einfach für die Hälfte des Wagens, damit wir hier eine Elastizität haben des Güterwagens. Und auch eine Dämpfung in der Elastizität. Und da unten ist das Reibelement drin, das eben diese Gleithaftreibung dann macht. Schauen wir auch mal den Code an. Das wäre also hier der Code. Das ist, wie gesagt, eine vereinfachte Form. Auch nicht ganz so einfach einer Elastomerfeder. Nun, in dieser Bibliothek Rail, da habe ich einige Elemente schon gemacht. Das habe ich rauskopiert aus einer anderen oder raus abgeschrieben aus einer anderen Bibliothek, die schon seit 15 Jahren im Einsatz ist. Mit der werden wirklich effektiv Zug- und Druckelemente von Zügen gerechnet. Und da habe ich eben verschiedene Modelle, die ich dann austeste. Also unten hat es Beispiele. Das habe ich ja vorher am Anfang gezeigt. Da habe ich verschiedene Szenarien gemacht. Also da hat man Vergleich. Da vergleiche ich verschiedene Anordnungen. Wie funktioniert das? Also gerade die Serieschaltung von zwei Puffern. Also hier Elastomerpuffer mit, das scheint Zerstörungsglied. Oder eben hier Elastomer-Reibfederpuffer. Wenn man das in einer konventionellen Modellierungssprache macht, dann ist das fast nicht lösbar, solche Elemente, die im gleichen hier im Pulsstrom sind. Ich finde, Modelica ist eine sehr, sehr starke Sprache und ich zeige dann noch ein paar weitere Eigenschaften.